So, wir sind immer noch bei unserem Großkomplex dabei und ich bin ein bisschen gespannt, ob das was wird und nehme euch einfach mal mit. In 3, 2, 1, Abfahrt! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und wir lassen hier uns hier gar nicht lange lumpen und machen gleich mit dem weiter, womit wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ziehen hier erstmal unsere Fundamente rum, damit die untere Etage erstmal ein bisschen in Form ist, ne? Zack, ich bin gleich ein bisschen hektisch und mache das gleich zu schnell und es wird instant scheiße. Das gilt es zu vermeiden. Markus, besser dich. So geht das mal gar nicht. So. Ach, brauchen wir noch einen? Okay. Dann haben wir das gleich erstmal rumgezogen. Haben uns oben ein bisschen Platz geschaffen, was ich total geil finde. Dann haben wir daneben geklickt, was ich total scheiße finde. Und dann sind wir schon mal so weit. So, du kannst dann erstmal weg. Und du bist auch fehl am Platz, sehe ich gerade. Und dann brauchen wir wieder unseren neuen hier. Das ist, glaube ich, so einer. Gucken wir mal. Ja. Dann haben wir die Ecke. Und hier haben wir genau die gegenteilige Ecke. Nämlich so eine müsste es sein. Yep. So. Und dann überlege ich, ob wir den Bogen dabei darüber ziehen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Dann wird nämlich da... Na komm, setz hier darauf. Da so eine hinkommen und da auch. Und dann müsste ich tatsächlich gucken. Das sind dann... Die hier, Fragezeichen? Nee, die können das gar nicht sein. Die halbdicken. Wie passt das denn? Das passt logischerweise gar nicht. Weil die Ecke sich ja ändert. Aber das machen wir dann einfach so. Nee, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Wie machen wir denn das? Ich könnte jetzt hier die hohen da lang ziehen, aber das wirkt auch irgendwie kacke. Wie gewollt und nicht gekonnt. Wie muck wie das? Vielleicht lassen wir das einfach so. Ginge ja auch. Spricht ja nichts gegen. Wir lassen es erstmal so, bis mir was Besseres einfällt, glaube ich. So, dann brauchen wir einen Weg da nach oben. Das kann aber ruhig ein provisorischer sein. Geht nur darum, dass wir da nicht genug Freiraum. Was ist denn da im Weg? Bauen wir halt einmal so eine blöde Rampe dahin. Das tut's halt auch. Wo ist die? Oh, es sind mittlerweile so viele. Ich verliere den Überblick. Die hier. Zack. Und jetzt können wir die hier nehmen. So. Dann kommen wir schon mal hier oben an. Wo wir jetzt ja eigentlich mehr Platz hätten. Aber trotzdem knausern. Weil wir es können. So, auf der Line haben wir jetzt 1, 2. Das heißt, hier kommt noch ein dritter ran. Wir brauchen also einen Fusionator. Wie haben wir den hier gesetzt? Okay, so auf die Kante. Und dann... jetzt muss ich erstmal gucken. Eigentlich müsste der hier mittig hin. Aber... Nee, das ist der letzte, der fusioniert. Der kann auch hier hin. Den können wir hier passig ran machen. Zack. Dann knolzen wir hier... Oh Gott. Unsere Lifte hoch. Passt das? Das passt tatsächlich. Herrlich. Läuft wie ein Länderspiel. So. Alle hier ran. Und dann haben wir nämlich die Line komplett voll. Ist das gerade? Das ist gerade herrlich. Das ist ja Wahnsinn. So, geht's also weiter. Fusionator. Diesmal nach hier rausgeben. So, dann haben wir
die dran. Also 1, 2, 3. Dann sind die hier dran. Das wäre dann so. Alle kriegen wir dann irgendwie nur 2 zusammen. Was habe ich mir denn hier hingemurkst? So. Und. So. Oder sind das 3? Ne, das sind 2. Was habe ich denn hier verschallert? So, daran. Daran. Und daran. Und hier das gleiche in grün. 1, 2, 3. Wir müssen aber immer 3 Förderbänder zusammenschalten, nicht nur 2. Das ist ja Blödsinn. Das muss ich gerade mal überlegen. Das sind 90, 180, 270. Genau ein Band. Das sind nur 180. Das heißt, von hier müsste ich ja noch irgendwie was holen. Dann kommt das doch hier hinten nicht hin, oder? Wir ziehen hier erstmal weiter. Bauen hier erstmal unsere Fundamente lang. Oh, sogar gleich richtig. Herrlich. Zack, zack, zack. Hier ist einer falsch auf jeden Fall noch. Dann einmal zurechtdrehen. Und nee, so nicht, mein Freund. So, genau. Bis nach hinten durch. Hier ist dieser beschissene Kackstein, der mir ja mal gar nicht auf die Ketten geht. Und dann brauchen wir wieder die Fusionatoren, die dann nach hier hin weg machen. 1, 2, 3. Ach ne, wir machen erstmal das hier fertig. Denn ansonsten komme ich hier mit den Lanes durcheinander. Das will ich auch nicht. So, genauso hoch, genauso hoch. Oh, da unten wird man schön langlaufen können. Das gefällt mir. Gucken, alles gerade. Ne, der ist schief. Scheiße. Hätte ich ja mal drauf achten können, ne? So, noch. Eins war da. So. Jetzt müsste es passen. 1, 2, 3. So, dann kommt hier hinten noch ein Fusionator hinter. Da muss ich aber jetzt mal wegen der Höhe gucken. Der sitzt ja auch zu weit vorne. Scheiße! Und ich habe nochmal wegen dem Strom geguckt tatsächlich. Also nicht, weil ich Stromprobleme hatte, sondern... die hatte ich auch, das habe ich gelöst. Ne, ich habe jetzt die Kohlekraftwerke nochmal nachgebessert. Da hat tatsächlich... ein Pumpensegment nicht, ein Segment nicht so richtig funktionieren wollen. Das muss ich nochmal neu setzen. Ne, aber die Teile hier brauchen ja gar nicht viel Strom. Die brauchen 4 Megawatt. Ich meine, man sollte meinen, dass eine Schmelze tatsächlich viel Strom... Da bin ich jetzt. Ha, da ist die Kamera. Viel Strom benötigt, aber das ist totaler Blödsinn. Der braucht fast keinen. Das fand ich ja erfreulich einfach. So, dann habe ich euch wohin gesetzt? Mit auf die Glasplatte noch. Ui. Quasi daneben. Hier hin raus, das ist richtig. Ist das so? Ah, nee. Ist tatsächlich ein näher dran. Die hängen ja quasi ineinander. Ja, da auch. Aber hier das Problem sein könnte, dass sie jetzt nicht passen. Doch, passen. Gut, hab jetzt gesagt. Zack, den hier hin. Den hier hin. Und den hier hin. Na? Kriegen wir die zusammengeschalten? Wahrscheinlich nicht. Achso, ich bin hier dran. Wo bin ich denn da dran? Bin ich denn da dran? Ne, am richtigen. Eigentlich am richtigen. Da komme ich. Nee, das passt doch. Da frickel ich mich ja tot.
Da frickel ich mich ja tot. Da hinweg ist richtig und dann passt das auch vernünftig. So. So viel Platz haben wir dann auch noch irgendwie. Zumal wir bei der Fabrik ja versuchen, ohnehin nicht so viel Platz zu sparen. Denn das wäre einfach blödsinnig. So, Leitlinie finden, an die Kante ran und hoch damit eigentlich. Können wir das so machen? 1, 2, hier ein Lift ran. Damit man hier weiter vernünftig langlaufen kann. Und hier kann man dann immer noch die flachen nehmen, weil man hier nicht an die Kante muss. Zumindest noch nicht. So, hier wieder die hin. Leitlinie. Lift nach da und gib ihm hart. Na komm. So, so. Das sieht ja aus, als wäre ein Knick drin. Wie kommt das denn? Hm. Egal. Wir kommen hier lang. Das reicht uns. So, damit haben wir die dann auch abtransportiert. Hier sitzt alles schon. Ja. Hier zwischen auch. Ja, sehr schön. Und dann muss ich euch ja alle nochmal rübersetzen, weil euch kriegt ihr dann ja auch nicht verbunden. Da ist er auf einen weiter weg, oder was? Ja, nee, die sitzen richtig. Die haben diesen Abstand. So, dann führen wir das Band hier noch vernünftig rum. Ah, das war zu weit. Das wollte ich so nicht. Mir reicht, wenn die Kurve ist und dann ein Mast. Das, nee, das wollen wir nicht. Lass das. Lass das! Hör auf, da anzusnappen. So. So geht's. Ne, sonst... Ja, da, da, da. Unerhört. So, und dich müssen wir dann ja auch abführen. Du gehst nach hier und dann... Ah, so rum. Da müsstest du da passig dran sein. Ist ja auch. Herrlich. So, dann gehst du bis... Hier. Gehst dann hier rum. Ne, musst ein bisschen weiter rum, ne? Ah, scheiße. Wir machen einfach mal so und... Gucken, dass wir eine Leitlinie erwischen. Da sitzt das passig und dann können wir das nämlich schon da hinten ranführen. So. Leitlinie, Leitlinie, Leitlinie. Wäre hier. Ein zurück und dann passt das. Gut, dann führen wir schon mal die Hälfte der Eisenbahn ab. Das ist ja herrlich. Oh, das war ein bisschen mutig. So, Abfuhr Eisenbahn. Hui! Oh, schauen wir das? Yeah. So, aber trotzdem kriege ich doch hier nicht... Ich muss mich irgendwie verzählt haben. Eins, zwei, drei. Dann ist hier der nächste mittig. Wie machen wir das? Wohin führe ich das denn ab? Das ist ja scheiße. Nach. Kacke. Das war dumm. Dumm, 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 dumm. Machen wir so. Und dann haben wir die drei. Oh, das ist ja doppelt interessant. Das wird ja interessant. Dann machen wir das so. Jetzt kommen hier die Ideen.
Da muss ich ja richtig ein bisschen nachdenken. Herrlich. Dahin, 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 dahin. Irgendwie sollte das komplett gleich sein, aber funktioniert nicht so richtig. Was ist das? Das sitzt. Sehr schön. Du. Hierhin. Wow, da komme ich nicht mal mehr rauf. Das ist ja doll. Zack. So, du. Da unten. Und du. Nee, unten. Genau. So, die sind dann ein höher. Eins, zwei. Jetzt muss ich nämlich gucken. Moment. Ich muss nach dahin abführen, weil ich sonst nicht alle rankriege. So in etwa. Ach komm. Hep. Das sieht irgendwie... Ist das hier... Nee, das ist nicht eine Höhe. Ich glaube so. Ja. Ja, 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 ja. So. Und du bist da. Und du bist da. Zack. Das wird ja, das ist ja auch interessante Konstruktion. Aber es passt. Alles cool. So. Dann wirfst du nach hier aus. Okay, hat sogar die Leitlinie. Ach nee. Wir gehen ja jetzt hier hinweg. Siehst du wohl. Das heißt... nach da. Und du... Wattengefrickel. Meine Herren. Wir gucken, dass wir auf die Leitlinie kommen. Ein Stück... So müsste es sein. Und so. Dann kommst du hier ran. Du hier ran. Und du nicht daran. Dun dun. Wie muck wie das denn? Wie muck wie das denn? Ich glaube relativ easy. Das war jetzt dumm, aber okay. Das kennt man von mir nicht anders. Man ist Kummer gewohnt. Wir machen das einfach so. Nehmen wir das weg. Führen das daran. Wieso geht das denn jetzt bitte nicht? Ach komm. Dein Ernst? Das ist doch scheiße. Das nervt mich ja jetzt schon. Nehmen wir so ein Stückchen raus. Okay. Dann gehst du daran. Du gehst hoffentlich da oben ran. Jetzt sitzt der natürlich wieder falsch. Meine Güte. Ist doch nicht so schwer. So. Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Und das geht nicht. Oh, Mann. Hm. Machen wir einen rüber. Ist auch alles nicht so leicht. Geht immer noch nicht. Noch ein rüber. Das bringt mir hier mein ganzes Baukonzept durcheinander. Aber wenn wir hier so weit sind... Das müssen wir gerade mal gucken. Dann kann ich es eigentlich auch hier hinsetzen schon. Wir setzen mal erstmal den hier. Und dann gucken wir mal. Du führst nach da ab.
So, dann kommen hier die Sochis ran. So müsste es sein. Yep, sehr gut. Immerhin das klappt. Das klappt auch und das klappt auch und das ist gerade sehr schön. So, und hier haben wir ein 1. Oh, fuck, ey. Fick die Henne. Kacke bauen kann ich. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Auch egal. Hier. So. Die drei müssen noch zusammengeschalten werden. Du kommst erstmal weg, weil du mir auf Trichter gehst. So, ich muss hier ein Fusionator hin, der das Ganze nach da wegschaufelt. Genau. Der kommt daran. Kommt der? Ja, das auf jeden Fall. Und hier haben wir 1, 2, 3, die zusammengeschalten sind. Das heißt, hier hinten läuft eh eine Reihe lang. Das soll ja hier hinter lang laufen. Das heißt, ich brauche Logistik den hier. Der daneben läuft. Und jetzt bauen wir mal einmal so, damit wir eine Leitlinie bekommen. Oder auch nicht. Am Arsch. Ah, guck mal. Leitlinie. Ist ja irre. So. Was ist jetzt dein Problem? Geht doch. So, du kommst hier aber immer noch nicht ran. Das heißt, wir bauen hier noch einen rauf. Das geht auch nicht. Aber du könntest hier ran, richtig? Auch nicht. Ist das ja völlig für den Arsch. Das ist ja nervig. Das ist ja richtig nervig. Da mache ich mir gleich Gedanken drum, wenn ich hier mit denen fertig bin. Was ich gleich bin, wie ich gerade sehe. Zack. 1, 2 und 3. Du daran. Du. Zu teuer. Ich habe keinen Stahl mehr. Das ist ja mal unschön. Ich habe mir übrigens einen Container hingesetzt, um ein bisschen was auf Vorrat zu haben hier. Und nicht ganz so viel laufen zu müssen. So, damit wir haben noch 20 Minuten haben wir erst rum. Sehr gut. Das heißt, wir haben noch Luft. So. Hä? Pfand erwischt. Auch nicht schlecht. Zack. Zack. So, dann du hier hin. Nach da ausgehen. So verbinden und zack. So, jetzt ist trotzdem irgendwas komisch. Ich habe hier 1, 2, 3. Hier 1, 2. Da fehlt doch was. Hier ist doch irgendwas nicht richtig. Das ist doch mal richtig scheiße. Wie mache ich das? Wie mache ich das? So, ihr seid grundsätzlich erstmal. Ich könnte es hier lang weg. Nee, das ist auch Blödsinn. Wie mache ich denn das? Wie habe ich denn das da hinten gemacht, dass es passt? Da war es, glaube ich, nicht so blöd auf Eck, ne? Ja, bin ich nicht so weit nach hinten gegangen. Beziehungsweise hab einen Fick drauf gegeben. Ja. Hier sitzt das einfach besser. Ah, guck mal. Ich habe 3 Schmelzen vergessen. Da liegt das Problem. Da haben wir es ja, da haben wir es ja. Das heißt, was habe ich denn hier gebaut? Meine Güte. So. 1, 2,
Und hier ist die 3. Damit wir das Band vollkriegen. Das wären dann die da. Das heißt, das hier geht erstmal weg. Und das hier auch. Dann kommt erstmal das Ding hier. Und feuert das Ganze nach da raus tatsächlich. Halte ich für die bessere Idee. So, dann kommen die hier. Liefern das hier nach oben. Das wird mit den Liften ganz schön eng. Vor allem da. So, dann gehst du hier ran, du hier ran und du hier hinten ran. Der muss dann nachher weg. Und ihr geht etwas höher. So. So, und dann lieferst du das dahin. Aber nicht so krumm und schief. Sondern mit einem vernünftigen Knick. So. Das passt. Da hängen jetzt 3 zusammen, richtig? Richtig. Gut. So. Dann kommt das hier erstmal weg. Jetzt brauchen wir hier einen zweiten Fusionator. Den wir hier einfach stumpf draufsetzen. Aber nicht so, sondern so. Weil wegen geht nicht anders. Dann geht das nämlich dahin. Das dahin. Und möglichst nicht zu hoch. Scheiße. Den behalten wir als Referenz. So wäre genauso hoch. So ist ein tiefer. Und dann müsste das doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht gerade ist. Ja, so ist besser. So. Einmal hoch. Einmal hoch. Du gehst dahin und du dahin. So, und dann machen wir hier eine... Na. So. Das sitzt. Dann kommst du dahin. Und du... Ach, scheiße. Nächster Denkfehler. Das ist nicht die richtige Line. Lassen den mal stehen. Und gehen mit dem mal... So. Na, kommen wir nicht ran. Scheiße. Das würde passen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist ja scheiße eng. Das wollte ich doch nicht mehr machen. Was piept denn hier die ganze Zeit? Palim, palim macht's. Nettie, piept das bei dir die ganze Zeit? Nettie! Okay. Es piept einfach weiter. Ist doch nicht mein Rechner. Das klingt nicht wie aus meinen Kopfhörern. So. Habe ich halt die ganze Zeit düdüdüm im Ohr. Ist ja auch schön. Oh, nee, ist es nicht. Das ist absolut nervenaufreibend. So wird's gehen. So, das ist ein komisches Konstrukt, aber es geht. Dagegen und dann passt das auch. Das sind dann 1, 2, 3 und der hier schickt tatsächlich schon darüber. Ist das richtig? Ich bin mir nicht sicher. So, wir gucken nochmal, dass das alles passt. 1, 2, 1, 2 und da hinten ist die 3. Der geht auch hier mit rein. Dann haben wir hier 1, 2 und da wäre die 3.
So. Hier ein Fusionator hinter. Den nach da abschmirgelt. Na komm. Das für eine Nummer. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Irgendwas hängt hier komisch. Warum geht das nicht? Wohin gibst du das auf? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich richtig verwirrt. So, nach da raus, nach da hin. Alles cool. So, und du gibst doch... Na, Mann. Wieso passt denn das hier jetzt nicht? Hättest du bei allen anderen hat's geklappt, oder was? Aber der ist doof, oder wie? Ach, deswegen klappt's nicht. Weil es schon verbunden ist. Okay. Nach da weg. Und dann nach da. So, jetzt stimmt das aber. Jetzt haben wir da die zwei Lines. Das hier brauchen wir entsprechend nicht. Ich dachte schon, ich hätte total dämlich geplant. Aber nein. Habe ich nicht. Also nicht total dämlich. Schon dämlich, aber nicht ganz dämlich. So. Jetzt haben wir hier... Ein. Was ist hier los? Nicht genug Freiraum? Was sind da mit dem Weg? Muss mich rollen oder was? So und dann nach da hinweg. Ist doch wohl nicht so schwer. Hä? Was ist denn da bitte im Weg? Und jetzt mit denen auch nochmal neu. Von da nach da. Geht doch. So. Jetzt gucken wir uns nochmal unser Konstrukt da hinten an. Ach du meine Fresse. So, das heißt, wir haben es genau andersrum gebaut gehabt. Das würde ich hier auch gerne wieder fortsetzen. Dass das so symmetrisch wie möglich ist. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, die Wankelmütige kommt. Und freut sich ihres Lebens. Ja, ganz richtig. So, jetzt gehen wir das, ich glaube, nach da aus, damit das da reingeht, das da reingeht und das da reingeht. Dann haben wir die drei zusammen. Jetzt gucken wir nochmal, wie wir den Fusionator gesetzt hatten. Tü-tü-tü-tü. Der oben drauf, logisch. Das ist ja eine ganz schräge Nummer. Okay, wir bauen erst den da drunter dran. Damit wir da auch den Überblick behalten. Meine Fresse, was für ein Hickhack. Kriegst ja eine Macke. Guck nochmal, dass der richtig empfängt. Und nach da ausgibt, weil nicht anders möglich. So, und drehen wir hier einmal. So, eine hier. Eine. Na. Was ist das für eine Nummer? Eine da und eine hier. So, dann steht das erstmal und ich will immer noch nach da gucken, weil da mal die Kamera stand. Sie ist aber jetzt da. Ich mache mal kurz eine kleine Pause. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und es geht direkt weiter. Ich gucke jetzt mal ein bisschen ran. Ugh, alter Mann. Macht die Frau, blöde Kuh. So, dann gucken wir uns... Was ist denn hier los? So ein Boing-Effekt, ey. Sonst gibt es keine Fliehkräfte, aber man irgendwo gegenspringen. So, der sitzt... ziemlich genau auf... Nee, knapp neben dem Kreuz. Und knapp neben dem Kreuz. Okay. Nach... Oh Gott, ey. Quasi in dem Kreuz ein weg von der Wand. Na, dann probieren wir das mal. Wieso habe ich eigentlich... Ach, das sieht man. Seht ihr zum Glück nicht. Ich habe hier die ganze Zeit dieses Epic-Ding drin. Kann das mal weggehen? Ja, ich habe einen Freund im Epic-Scheiß. Mach mal weg. So. Jetzt ist weg.
Da war meine Facecam zum Glück drüber. So. Gucken wir mal. Das müsste dann ja ungefähr so gewesen sein. Könnte hinkommen, oder? Haben wir da eine saubere Linie. Das, die Frau streitet sich schon wieder mit dem Hund. So. Und dann haben wir... Moment. Der kommt auch noch mit denen hier zusammen. Moment, Moment, Moment. 1, 2, 3. Kartoffelbrei. Ach, das ist doch scheiße. Ich bin schon wieder fast ein bisschen genervt. So. Nee, war doch richtig. War richtig. Scheiße. So, das ist die nächste Lane. Denn die hier kommen da noch ran. So. Und dann kommen die hier... Nee, gar nicht. Doch. Nee, eigentlich kommen die da ran. Aber ich kann ja auch einfach die daran machen. Weil wegen Optik. So, dann kann ich nämlich die... Bäh! Ich bin schon wieder verwirrt, ey. Meine Fresse. Und das ist, glaube ich, schon wieder genauso wie eben. So, stimmt's. So, die daran und... Aber den brauche ich die doch gar nicht so setzen. Was bullshitte ich denn hier so rum? Dann kann der doch hier direkt aufs Kreuz... Nee, kann er nicht, weil dann geht er ja dahin. Das ist ja auch Blödsinn. So, da direkt aufs Kreuz. 1, 2 rüber. Dann kann der nach hier und dann nach da. Und dann kann der hier hin. Und haben wir auch eine gerade Linie. Dann haben wir hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und du führst hier vorbei. Haha. Läuft. So, du hier hin. Drehen, drehen. So, können wir dich da anschließen. Und dann ist doch alles... Tutti. Dann haben wir hier 1, 2. 1, 2, 3. Auch wenn es von da kommt, scheißegal. Und 1, 2, 3. So. Da müssen wir nochmal so einen hinsetzen. Zack. Nicht daran, daran. Und dann können wir das Ganze dahin bringen. Indem wir hier ein bisschen rüber bauen. So, passt. Sehr schön. Und einen noch. Ey. So. Und dann kommt hier so ein schönes Mäuerchen ran. Zack. Ja. Von hier nach... Ist das die Leitlinie? Nee, ist es nicht. Das ist die Leitlinie. Dann ist das auch nicht die Leitlinie. Scheiße. Du musst einen weiter. Nehme ich bis hier. Und dann musst du direkt drauf... Ne, jetzt sind wir einen zu weit. Das ist doch auch scheiße. Mann ey! So, und... Hinten ran. Ja. Sehr schön. Wieso rette dich? Du störst mir doch die Aufnahme. Rette mich. So. Und. Passt das? Jo. Passt genau. Sehr schön. So. Zwei von. Was machst du denn hier? Ich mach gar nichts. Hund, verpiss dich. Nein, ist sie nicht. Sie stört mir hier alles. Das geht mir auf die Nerven. Ich würde dir einen Knutschi geben, ich habe aber nichts an. Ja, ist vielleicht schlecht. Obwohl, wir hatten schon mehr Nacktheit bei mir im Stream. So, und warum ist das hier so kompliziert? So, 1, 2, 3. Wieso ist das hier so kompliziert gebaut und da drüben läuft das einwandfrei? So.
Warum stehst du überhaupt so sinnlos hier? Ach so, weil du keinen verbindest. Das ist doch dumm. So, können wir das auch hier auch so machen? Nein. Ach, komm schon. Bist du nicht daran gehst, okay. Das ist aber schon ein Ausgang, oder? Ja. Warum das nicht so richtig will, weiß ich auch nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass ich dieses Problem habe. Warum ist das so? Warum ist das so? So. 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 So, so. Und. So. Nein. Warum? Wieso, warum, weshalb? Ey. Weil ich falsch rumsetze. Weil ich falsch rumsetze? Ja, weil ich falsch rumsetze. Dumm, 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 dumm. Das muss ja hier lang. Ich bin auch ein Idiot. Meine Fresse. Und dann sitze ich den auch noch falsch. Ah, Hektik, Müller, Hektik. Mach ruhig, mach in Ruhe. Dann wird da auch ein Schuh draus. Ich habe hier einen Denkfehler nach dem anderen. So. Dieses blöde Ding da hinten in der Ecke, das bringt hier ganz schön viel durcheinander. So. Das passt. Das passt auch. So. Dann müssen wir... So wie ich es da hinten gemacht habe, gefällt es mir jetzt. So will ich das jetzt hier auch haben. Verdammte Axt. So, und das bildet die dritte Leitlinie. So. Dann gehen wir hier rüber. Und geben das dahin aus. So, dann hatte ich das einfach von wo geholt? Von hier, oder nicht? So, dann konnte ich mich das einfach hier... Warum ist das jetzt schief? Da hinten ist das nicht schief. So, das ist wieder hinten, aber das hier ist jetzt schief. Why? Das ist gerade. Oder? Ja. Das ist gerade. Warum ist das jetzt so? Ich weiß es doch auch nicht. Mann, eins. So, eins, zwei. Ist das gerade? Nee. Wir gucken nochmal drüben hin und her und hin und her, weil ich das so gerne mache. Hier sieht das nämlich echt Bombe aus. Also nicht Bombe, aber schon gut. So, hier passt das komischerweise. Ah, weil es hier dann rüber geht. Okay. Dann nehmen wir hier mit der Schrägen. Nein. Tun wir nicht. Voll nicht. Legen das nochmal um. Und... frickeln das dann so zurecht, dass das hier auf beiden Leitlinien liegt. Da haben wir eine und wo haben wir die zweite? Ist das die richtige? Nein, das ist die falsche. Schön. So, einmal gucken. Passt das so? Ach komm. So, jetzt ist es auch hier gerade. Oder? Ja. Ohne Knick. Sehr schön. Und hier passt das auch. Hä? Naja, gut. Sei es wie es sei. So, das passt, das passt, das passt. Da hinten haben wir einen Knick. Das ist nicht schön. So, eins, zwei... Ich verwirre mich selber, ist das nicht unglaublich? So, auf dem liegen dann drei drauf. Sehr schön. Korrigieren wir hier hinten den Knick noch, den ich nicht haben will.
Das ist ja ganz unschön. So. So. Wo, was ist denn da jetzt passiert? Wie kann das denn sein? Warum snappt das nicht? So. Gesnappt. So. Das heißt, hier stehen quasi zwei direkt nebeneinander. Warum tun sie das? Warum bist du hier? Du bist doch völlig funktionslos, oder was? Ja. So. Gut. Dann haben wir alles auf der Leitlinie. Alles passt. Alles ist schön. Heieiei. Wattengefrickel. 1, 2, 3. Und hier bitte um. Das, was wir gucken wollten, haben wir jetzt nicht geguckt. Na egal. Wir haben ja das da als Referenz. Mach's dir nicht zu schwer, Markus. Das ist auf der Leitlinie. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Dann kommt der hier hin. Und eine Leitlinie gibt mir das Spiel einfach nicht aus. Ist ja auch schön. So, einen rüber, dann müsste es passen. So. Hier hin. Darüber. Das sitzt sehr schön. Und jetzt kommst du hier. Autosave. Okay. Aus irgendeinem Grund sind wir hier nicht so weit drüben. Steht der anders? Ich würde es fast vermuten. Der steht da hinten wahrscheinlich ein, weil der drüben. Oh, alles nur, weil ich es symmetrisch haben will, ey. Was ein Abfuck. Stehst du hier ganz in der Ecke? Nee, du stehst sogar ein, weil der... In beide Richtungen. Also sauber ein von der Kante weg überall. Meine Fresse. Frickel, frickel, frickel. So, dann kommt das weg, das weg, das weg. Das weg. So, hier sauber auf die Kante. Nach da ausgeben. Du daran. Du daran und du hier einmal schön rum. Und dann nach hier und dann haben wir eine saubere Kurve. Sehr schön. So, dann kommt ihr noch wieder alle weg. Ausgang nach da. Hier ran. Hier ran. Hier ran. Und von hier nach da. Und dann steht das endlich sauber. Meine Fresse. Vier Lines Eisenbahn. Sehr schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch eine Viertelstunde. Dann können wir ein paar Mauern bauen. Was setzen wir denn hier oben jetzt rauf? Wände. Machen wir die hier? Die sehen aus der Distanz, tatsächlich habe ich festgestellt, sehr, sehr schön aus. Ziehen das bis hier rum. Und hier hinten will ich dann aber tatsächlich die haben. Nachdem hier das erste Pissding ja endlich mal fertig ist. Meine Fresse. Ist ja gar nicht mal groß, wa? So. Und ich glaube, wir gehen auch noch ein Stockwerk höher. Bevor wir ein Dach draufziehen. Rappel. Ja. Ist ja nicht so, dass du hier schon die ganze Zeit rumklapperst jetzt. So, dann gehen wir mal das hier erstmal weg. Brauchen wir vorerst nicht. Dann gehen wir nach hier. Und dann mache ich hier, glaube ich, so eine Kante rein. So und so, genau. Einmal dahin, einmal dahin. Und dann machen wir mit denen weiter. Dass wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben. Außerdem kommt hier nochmal eine Metallkante. Scheiße. Und dann haben wir da ein sich wiederholendes Thema.
So, da setzen wir rüber. Und da machen wir dann die hier rein. Nee, das ist ja Blödsinn. Das ist Blödsinn. Wir kanten das komplett ein. So und dann so. Ja, so gefällt mir das besser. So, hier fehlt mir wieder, dass wir keine schrägen Mauern haben, ne? Dass man das nicht verblenden kann. Das ist doch voll scheiße. Ends nervig. So, und dann haben wir so ziemlich das erste Stockwerk fertig. Und könnten zumindest schon mal schmelzen. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo ich 4 komplette Eisenlanes herbekomme. Hm. Wir haben keinen Eingang nach oben. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ich da oben irgendwas mal ändern muss, ist schlecht. So, machen wir das schon mal dicht. Was erzählst du? So, dann hatte ich da hinten, hatte ich dann hier zu. Das können wir dann gleich von allen Seiten machen. Meine Fresse, da geht ja mal wieder Beton drauf bis zum Abwinken. Ich muss doch garantiert gleich wieder los. Mit welchen Gründen? Ja, 200 nur noch in der Tasche. Das ist hier gleich vorbei. Oder mache ich oben da nochmal eine Fensterreihe? Das ist sonst ein ganz schöner Klotz, wenn man von da guckt. Ist ja irgendwie auch scheiße, ne? Na komm. Ja, ich glaube, ich setze oben nochmal eine Fensterreihe lang. Und nur noch 3. Wie weit sind wir? Hm, hier ist die Kante tatsächlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Heute will mir auch jeder in die Aufnahme quatschen, oder? Hund, Frau, alle sind dabei. Ist man ja fast gar nicht genervt. Jetzt wird der Hund noch ausgeschimpft, weil man das so macht. So. Das dicht und dann setzen wir überall nochmal eine Glaskante drauf. Frickel, frickel. Habe ich da echt das Richtige erwischt? Nee. Einer ist noch frei. Zack. Ich könnte mich noch bewegen, aber ich mach's nicht. Nein! So, so, so. Haben wir doch das schon mal. Bis hier zumindest. Und dann brauche ich Materialnachschub. Zumindest so ziemlich. Wir machen das noch komplett leer, damit wir mehr wieder mitnehmen können, damit sich der Kram auch lohnt. So. Oh, hier unten läuft schon Kohle lang. Das könnte noch ein Problem werden. Da muss ich mir gegebenenfalls was überlegen. So, die letzten beiden. Wie ich das mit der mache. Aber die wird ja auch gebraucht. Hm. Aber der Eingang ist da hinten, von daher. Ja, wir müssen schauen. Was ist denn hier passiert? Ich bin noch gar nicht fertig. Schweinerei. Okay. Ja. So stimmt's. Und dann ist hier hinten dicht tatsächlich. Hier haben wir 2 Türen drin, das ist ja schon mal ein Anfang. Und hier war der Weg runter. Wollen wir hier gleich mal ein Geländer hinsetzen? Das ist ja sonst hier alles Mist. Wenn man hier nicht sieht, wo es lang geht und auch nicht sieht, dass es runter geht. So erkennt man das wenigstens ein bisschen. Und das gleiche machen wir dann hier. Hier geht es schließlich nicht weiter. Wäre ja Blödsinn. Den haben wir noch. Dann haben wir hier nämlich eine sauber abgeschlossene Kante. Und können jetzt fleißig Geländer langlegen. Können wir gleich ein paar mehr machen.
Ich weiß auch nicht, was ich hier mit anfange, aber mal schauen. Bis da. Ist doch schicki. Da geht's dann runter. Schön. Bis wohin machen wir das hier? Na, hier geht's wahrscheinlich nachher noch rüber, ne? Na, wir schauen mal. So, ah ja, das gefällt mir. Aber hier ist einer zu viel. Zack, der muss nicht dahin, der muss hier hin. So, dann haben wir da einen Eingang zu den Schmelzen, da einen Eingang zu den Schmelzen, da einen Eingang zu den Schmelzen. Da wird doch ein Schuh draus. So, jetzt werden wir hier... Pff, sieht doch geil aus, ey. Oh, hier fehlen Wände. Ups. Kann aber passieren. So, dann müssen wir das alles irgendwie so bauen, dass wir über das Gebäude darüber kommen. Vielleicht muss ich tatsächlich noch einen Stockwerk draufsetzen. Wir schauen mal. Immer noch nicht so viel Beton da. Ich verballer den ganz schön. Ich brauche, glaube ich, neue Kalkquellen. Das funktioniert so nicht mehr. Denn meine Betonproduktion kriegt, glaube ich, viel zu wenig Kalk. Oh, hier wird das langsam. So, wir müssen noch eine ganze Menge Wände bauen. Ach komm. So, und dich machen wir voll. Sortieren einmal, gucken. Wir machen einfach... Wie viel haben wir? 1200, 1100. Fast perfekt. Ja, wir setzen dann noch einen Stockwerk drauf. Und das wäre schön. Da habe ich das noch gar nicht voll gehabt. Fein, fein. So, gehen wir hier rein und machen ihn auch gleich fertig. Und hier muss noch die Wand hoch nachher. Das ist ja erstmal schön abgegrenzt, aber so reicht mir das ja nicht. Zack. Mal weiter da. Wir gehen hier einmal rüber. Und der besseren Sichtbarkeit. So. Mach voll die Hütte. Und ich glaube, hier setze ich noch ein Tor rein. Also ein ziemlich großes Tor sogar. Ach komm, hör auf dich zu drehen, ey. Was soll denn der Scheiß? Ich meine, wir haben hier drei Rampen. Ja, ist ein bisschen viel, aber meine Güte. Da machen wir auch ein Tor hin. Machen wir auf den Knick. Eins hier und eins, zwei, drei, vier hier. Brauche ich hier auch noch eins? Eigentlich brauche ich hier auch eins. Obwohl, da haben wir es denn da hinten, ne? Das tut's auch. Ne, wir machen eins weiter. So, umdrehen, umdrehen. Jetzt haben wir es. So, so, so. Und weiter geht's. Eins, zwei, drei. Meine Fresse, ich fühle mich wieder wie beim Staudamm. Krischne Magge. Hier laufen noch überall Rohstoffe drunter lang, ey. Mit diesen unterirdischen Linien, da muss man sich echt was einfallen lassen. Wie man das irgendwie vernünftig so machen will. Weil man kann die ja nicht kreuzen. Das ist ein bisschen doof. Also man könnte die kreuzen, weil die Engine das hergibt, aber völlig doof. Alter, jetzt hör doch mal auf, dich hier ständig umzudrehen. Geht doch. Habe ich das auf der einen Seite gemacht? Wir wollen es ja einheitlich haben. Ab dem Knick ein Hoch. Okay. Machen wir da auch so. Ab dem Knick ein Hoch. So. Glaube ich zumindest. Wieso habe ich auf der einen Seite eine Kante und da war er nicht? So Kleinigkeiten, die man sich beim Film tatsächlich nicht merkt, ne? So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Dann sind wir da.
Und dann gucken wir gleich mal, wie wir das noch ein höher setzen. Und zwar schick ein höher. Nicht so hässlich. Das ist ja richtig schön monotone Arbeit. Hey, was für ein Spaß. Ich weiß schon, warum ich Gebäude sonst immer ohne euch baue, weil das einfach nicht sehenswert ist. Aber ich mag mich irren. So. So weit, so gut. Jetzt gucken wir mal. Ich habe da einen weitergebaut, ne? Gut, das muss ich auf der anderen Seite noch ändern. So, jetzt sind wir auf der gleichen Höhe wie mit dem Gebäude. Ich glaube, ich ziehe dann einfach die Wände drüber. Mal gucken, wie das optisch ist. Ich könnte da jetzt noch so einen Knick reinbauen, aber... Obwohl... Moment. Wir nehmen das nochmal weg, setzen da oben mal einmal so ein Fundament hin. Und nehmen uns dann die hier. So, so, so. Gucken wir mal, wie hoch die Wand wird. So nicht. Dann müssen wir noch einen weiter hoch und dann haben wir die richtige Höhe. So machen wir das da. Spart auch unglaublich Metallplatten. Und führt hier dann wahrscheinlich übers Gebäude sauber rüber. Sollte es zumindest. Dass wir da eine kleine Lücke drin haben. Irgendwie aber auch nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, so, so. Und jetzt haben wir hier gleich wieder gefribbelt. Lass mal zwei frei. Das ist richtige Höhe. Ne, das geht ja nicht. Weg, weg, weg. Wir müssen das Schritt für Schritt tatsächlich machen. So, da haben wir jetzt die, glaube ich. Nee, die schon mal gar nicht. Die. Dann. Die. Dann. Kommt das hin? Das sieht irgendwie seltsam aus. Aber ja, das ist richtig. Müsste es. Und da haben wir da irgendwas geknickt drin. Eigentlich nicht. Und dann hier nochmal. Jetzt gucken wir mal. Einmal zurechtdrehen. Nee, passt überall. Passt überall, okay. Boah, sieht das komisch aus. Aber gut. Na, das. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Kante. 1, 2, 3, 4. Und die letzte auch noch. 1, 2, 3, 4. Und dann ziehen wir da Mauern hin. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Irgendwie werden wir es machen. Wir bauen da. Ich baue hier noch irgendwas mit Stützen. Ich will das. So, da kommen wir jetzt wieder mit denen hier. Ne, das sind die falschen. Die ganz flachen brauchen wir. Wo sind die denn? Da sahen die. So und so und so und so und so und so und
So, und dann wieder den. Und dann wieder die. Hin und her. 1, 2, 3. Kartoffelbrei. Und der ist falsch. Der muss so, genau. Und dann nochmal so. Und dann passt das. Das muss ich mir gleich jetzt mal angucken. Das ist ja alles komisch. 1. Deck mich. 2, 3. Ah. Ja. So natürlich mal gar nicht. So. Damit wir da oben ein bisschen Fläche kriegen, damit wir da was Schönes hinbauen können. So, jetzt ist die Zeit auch schon rum. Meine Fresse. Haben wir hier unser großes U fertig. Und jetzt überlege ich, ob ich da nochmal so eine Reihe draufsetze. Und da dann das Dach kommt. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Und jetzt ist meine Maus leer. Ha, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wo gucke ich hin? Da gucke ich hin. Und sie will auch nicht laden. Ha, wird noch besser. Pimpepedim. Dummerweise hat die einen Wackelkontakt. Ich weiß nicht, wie lange das überhaupt was wird. So. Und wieder weg. Komm, verbinde dich. Connecte. Pimpepedim. Connecte. Connecte nicht. Connecte, connecte nicht. Naja, läuft. Für ein paar Sekunden wahrscheinlich. So. So, so, so. Ah, hier an der Schrägen ist natürlich ein bisschen komisch, ne? Nee, so nicht. So, 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 so. Und hier hatten wir ja die Wand. Warum ist das versetzt? Das dürfte nicht versetzt sein. Ist das da hinten auch versetzt? Sind wir ein zu flach? Meinen wir jetzt nicht, weil der will, ne? Aber muss ja nicht. Wir gucken mal. Ja, tatsächlich. Ein versetzt. Ja, ist ja komisch. Aber das lassen wir so. Das lassen wir einfach so. Und die oberste Etage wird dann hier so rüberragen. Einfach gerade. Auf Stützen. Dann ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, ich glaube, dann gefällt mir das. Ist aber auch ein Oschi, ey. Meine Fresse. Das hier hinten ist mir immer noch zu massiv. Das sieht scheiße aus. Wir machen so. Ja, wir machen definitiv so. Damit das nicht so hässlich ist. So, den ganzen Scheiß nochmal weg. Was? Warum? Weshalb? Wo? Wer? Der macht Gift. Ist mir egal. Zwei Stück? Alter, ich hab doch hier gebaut. Wie könnt ihr denn hier wieder auftauchen? Ja, jetzt auch noch Giftgas. Super gut. Oh, gefährliche Ecke hier. Ja, 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 komm. Kann ich die ja nicht umbringen? Das wäre irgendwie voll gut. Haben wir noch mehr so eine Teile? Dann guck ich gleich mal, ob ich die irgendwie killen kann. Und hör mal auf, da dein Giftgas zu machen. Ist ja gut jetzt. Bin ja schon wieder weg. Ich guck mal. Und sterb vielleicht. Nein, recht offensichtlich nicht. Okay, ist dann erstmal so. Wände kann ich hier trotzdem bauen. Ich muss mich ja nicht neben die Blume stellen. So. Komm mal her hier. Wenigstens das will ich fertig haben. So. So, 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 so. Hä? Hier ist doch jetzt.
Ach, scheiße. Alle falsch gesetzt. Mein Glückwunsch. Markus verkackt. Wieder einmal. Warte mal, wie sehen jetzt... Die könnten ja jetzt ganz cool aussehen. Finde ich das gut? Aber ich will nicht noch eine Fenster vor mir drin haben. Finde ich nicht gut. Deswegen finde ich das einfach mal nicht gut. So, das Problem ist, so werde ich in allen oberen Etagen ein Problem kriegen mit den Förderliften. Deswegen ist das hier eigentlich eine scheiß Idee. Fällt mir gerade so ein. Und ich werde noch viele Lifte brauchen, die das Ganze von A nach B bringen. Ich muss das tatsächlich wieder wegreißen. Und dann einfach noch eine Rampe höher bauen. Und dann sollte das ja passen. So, ist das hier weniger tief? Nö, drei Platten. Genau das gleiche. Scheiche, scheiche, scheiche. Scheiche, 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 scheiche. Die können bleiben. Nun gut. So, stattdessen wir jetzt hier schon mal mit den nächsten, mit den Konstruktoren angefangen haben, haben wir hier eine Folge lang den ganzen Scheiß verbunden. Ist doch wunderbar. Naja, wie dem auch sei, ich danke euch wieder mal fürs Zugucken. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst, keine Ahnung, macht was ihr wollt, ne? Daumen hoch, Daumen runter. Denkt an meinen Discord, den gibt es immer noch. Ist ein bisschen leer da. Könnten ein paar mehr Leute vorbeikommen. Fände ich total gut. Und ansonsten danke ich euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsen.